Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge The Witcher. Ich habe mir gerade, während ich noch mich für die Aufnahme vorbereitet habe, mal kurz unsere Quests angeschaut und da mal ein bisschen die Weltkarte aktualisiert. Ich habe nämlich gesehen, dass wir ein paar Nebenquests haben, die sich schön verteilt auf der ganzen Karte befinden. Ich habe die jetzt mal mit Symbolen versehen, damit ich das nicht während der laufenden Aufnahme immer so nebenbei machen muss. Und das Erste, was wir tun werden, ist hier mit einem netten Herrn sprechen, der eventuell eine Sidequest für uns anbietet. Dann werde ich mich auf den Weg machen Richtung Baron. Da haben wir unterwegs hier ein Rennen, das wir wohl veranstalten können. Also ich denke, da gibt es bestimmt wieder was zu gewinnen. Hier gibt es einen Auftraggeber, der uns einen Tötungsauftrag über einen Kreischling gibt. Und da wartet der Baron auf uns zu seiner Quest in Familienangelegenheiten. So der Ich kann Plan für meine Rache heute. Futzer vertragen. Zufällig Wodka dabei. Dings, wie wir dich. Und wenn die Tochter des Barons findet, der vielleicht soll sehe ich Hanaya. Ich suche einen Jäger namens Nielen. Er steht vor dir. Was willst du? Ich bin wegen deiner Nachricht da. Ich bin Hexer. Wann hast du deine Frau zuletzt gesehen? Vor 5 Tagen, vor Tagesanbruch. Bin zum Jagen. Sie hat noch geschlafen. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Ist dir was Seltsames aufgefallen? Ihr Verhalten vielleicht? Nein, sie war fröhlich und glücklich, wie immer. Sie ist nicht weggelaufen, wenn es dir darum geht. Vielleicht ist sie ins Nachbardorf gegangen und hat vergessen, es dir zu sagen. Nein, meine Schwester war noch nie so lange weg. Habt ihr nach ihr gesucht? Wir haben im Dorf gefragt. Keiner hat sie gesehen. Sie muss los sein, als alle geschlafen haben. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll nicht alleine gehen. Sie hat nie auf mich gehört. Ich habe mit einigen Männern den Wald durchsucht. Nichts. Ich werde im Wald suchen. Vielleicht habt ihr ja etwas übersehen. Ich frage auch herum. Hat sie Freunde? Hannah bleibt meist für sich. Manchmal passt sie auf die Kinder vom Schmied auf. Und im Dorf mochte sie Glenna, die Frau des Schlachters, am meisten. Danke. Ich versuche, sie zu finden. Kann aber nichts versprechen. Und wenn sogar die schon in Vergangenheitsform von mir reden, dann wird da nicht mehr viel zu machen sein, ne? Schauen wir mal. Glenna. Grüß dich. Bist du Glenna? Ja. Ich habe nur Knorpel und Innereien zu verkaufen, aber du musst warten, bis ich alles zerlegt habe. Köstlich. Was für ein Luxus. Bist du die Frau des Metzgers? Metzger? Ich bitte dich. So könnte man ihn im Schatten der Mauern von Novigrad bezeichnen. Jetzt verkauft er Aas. Tote Tiere, deren Knochen sich noch für die Suppe eignen. Kaufst du was? Nee, ich glaube, ich schlachte lieber Ich möchte selber. mit dir über Hannah sprechen. Hab gehört, ihr wart befreundet. Manchmal kam sie vorbei und wir haben geredet. Der hat aber auch einen War sie in letzter Zeit Bauchnabel, seltsam? Ne? Weißt du, wo sie hingegangen sein könnte? Seltsam? Bedecke Nein. dich, Weib. So fröhlich wie immer. Ich denke, die Wölfe haben sie geholt. Die letzten Nächte haben sie geheult. Selbst die Männer des Barons haben Angst, herzukommen. Hannah Die haben muss in geheult, den wenn ich Wald sie gegangen abgemurkst sein. habe. Vielleicht hat sie Pilze gesammelt. Sie ist zu tief hinein. Die Heuler haben sie erwischt. Vielen Dank. Leb wohl. Sehr sicher das Volk hier. Ja. Was haben wir hier noch? Das ist wieder. Ah, das ist der Wald, dann wo wir hinwollen. Gut, in dem Fall erstmal noch kurz gen Süden. Da gibt es noch Oh. Infos für uns zu holen. Und einen Schmied zum Aufwerten. Wenn man uns mal lässt. Eieiei. Toll! Mein Papa macht Schwerter wie das hier. Darf ich mal anfassen? Besser nicht. Das Mal ist gucken. scharf. Ich muss mit eurem Vater reden. Früher habe ich Schwerter geschmiedet. Jetzt Sicheln und Hacken. Gute Waffen findest du nur in Novigrad. Ich wollte mit dir über Hannah sprechen. Sie hat auf deine Kinder aufgepasst. Tante Hannah, weißt du, wo sie ist? Nein, deshalb bin ich hier. Hat sie euch gesagt, wo sie hingeht? Oder sonst irgendwas? Sie hat gesagt, dass Rüben gesund sind und wir sie essen sollen. Ich habe gesehen, wie sie in den Wald ist. Mit einer anderen Frau. Es war fast morgen.
Ich bin raus, damit ich das Bett nicht nass mache. In den Wald? Dann ist sie erledigt. Kluger Junge. Ein großes Rudel durchstreift die Gegend. Kluges Kind. Niemand im Dorf traut sich in den Wald, außer Nielen. Aber der ist ja auch Jäger. Hast du die andere Frau erkannt? Weißt du, wer das war? Nein, sie lief vor Tante Hanna. Ich konnte sie nicht erkennen. Oder ein Mädchen mit grausamen Eltern. Vielen Dank. Lebt wohl. Na gut. Das ist mir zu weit zum Laufen. So, genau. Ach ja, wir wollten ja noch hier den Schmied ausnutzen. Wow, deine Augen! Also hierfür und einmal dafür. So, plötzlich, auf geht's. Ach, du liegst nicht dran. Und der packt den Säbel auch nicht mehr weg. Nö, nö. Dann bist du denn schon wieder hinbetrunken. Das ist der Weg. Nein, der Weg. Heya! Eieiei. Ah, ich glaube, ich laufe lieber. Das ist mir hier ein bisschen zu doof mit dem Gaul. Wenn das Vieh mal so zielgenau auf Straßen folgen könnte, wie es mir ins Gesicht tritt, wenn nicht Ghule angreifen. Aber nein. Ein paar Blümchen unterwegs pflücken. Wir besuchen hier eine Dame im Wald. Kannst du den Säbel einfach mal wegstecken hier? Eidesäbel. So, was haben wir hier? Geräusche. Wölfe. Hallo. So, jetzt mein Plan, alle mit einem Rock anzuziehen. Oh, es waren schon besagte Wölfe. Aha. Was machst du hier? Du solltest nicht alleine im Wald sein. Ich wollte dir nur sagen, du brauchst nicht nach Hanna zu suchen. Sie wäre längst zurück, wenn sie am Leben wäre. Ich bezahle dir doppelt so viel wie Nielen. Sag ihm einfach, dass seine Hanna tot ist. Ein bisschen ominös. Willst du nicht wissen, was ihr zugestoßen ist? Ich mache mir keine Illusionen, Hexer. Ich glaube, die weiß das schon. Wer in Velen so lange verschwunden ist, kommt nicht zurück. Hanna ist sicherlich tot. Nielen sollte diesen Verlust akzeptieren. Nach vorne schauen. Seltsam. Normalerweise wollen die Leute wissen, was ihren Angehörigen passiert ist. Um jeden Preis. Was sollte das nützen? Ich bekomme meine Schwester nicht zurück. Mir bleibt nur Nielen. Ich will ihn nicht auch noch verlieren. Er wird Hanna rächen wollen, auch wenn das sein Leben zerstört. Das ist eine ganz schön dünne Ausrede hier. Der Mann verdient Besseres. Nö, wir suchen Tut mir leid. Ich schließe meine Aufträge immer ab. Es stimmt, was die Leute über Hexer erzählen. Ihr seid herzlose Kreaturen. Herzlos vielleicht, aber wir haben vier Lebern hier liegen. Okay. Was könnten wir hier finden? Außer einem Reh. Schubidubidu. Ich neige wieder zu einer gewissen Blindheit, wie es scheint. Da! Das riecht nach einer verwesenden Leiche. Überall ist Blut. Na, super. Das war kein Mensch. Schnitte von langen Krallen. Das Fleisch wurde runtergerissen. Langsam wird's interessant. Klauenspuren. Sie sind tief.
Haben wir da einen Weg, den wir folgen können? Scheinbar nicht. Suchen wir mal weiter. Und Blümchen. Aus dem Gebiet rausgelaufen. Sublot. Ja, leuchtet rot. Oder war das wieder dasselbe wie eben? Das muss Hannah sein. In Stücke gerissen. Ach so. Sprichwörtlich. Hast du sie nicht erkannt, als sie da am Boden lag? Wer hast du nur gesagt, das ist ohne Blut? Ohne Frage. Ich muss vorsichtig sein. So vorsichtig. Ja, mal schauen, ob im Bestialium jetzt was über Werwölfe erschienen ist. Bärenhunde, Wölfe. Geister sind das auch keine. Ghule, Wasserweiber. Nö, nichts Neues über Werwölfe. Na gut. Dann nicht. Blut- und Pfotenabdrücke. Wohin sie wohl führen? Haben wir jetzt eine Fährte? Verdammt, er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Wo kam er denn her? Hier haben wir das Hühnchen. Würde denn ein Werwolf einen Hund reißen? Ist das nicht Familiensache? Hinterbaum vielleicht? Aha. Ein Fellbüschel. Oh, wer das verloren hat, hat eine Weile nicht gebadet. Das Müffelt. Über den Geruch kannst du jetzt nicht folgen. Doch, natürlich kannst du. Wunderbar. Du bist ein toller Hexer, Geralt. Du bist ein wunderbarer Hexer. Ob uns die Duftnote jetzt wohl genau zu dieser... wie hieß sie nochmal? Emma? Nein. Zu der Schwester führt? Das würde mich jetzt wenig wundern. Da hinten haben wir eine Geräuschquelle. Das könnte aber auch einfach nur Blödsinn sein. Nein, das ist definitiv nicht Blödsinn. Das ist irgendwas Böseres, glaube ich. Im besten Fall ein Bär. Ja, ein Bär. Oh, bin ich auch schon wieder draußen. So, weggematscht. Bärenfell, das ist richtig was wert, glaube ich. Im letzten Mal haben wir ja gesehen, dass das zum einen Knete bringt und zum anderen bestimmt auch viel Leder. So, was haben wir jetzt hier? Die Duftspur suchen wir wieder, oder? Hier ist sie ja. Wo führt sie hin? Ah, hallo. Männerkleidung. Zerrissen, aber ohne Blutspuren. Wer reißt sich denn die Kleider vom Leib und lässt sie im Wald? Da ist ein Haus. Schauen wir doch mal. Achso, nein. Man soll erst noch Hinweise suchen, wie es scheint. Die Geralt mal wieder nicht findet. Obwohl er davor steht. Und da kamen wir doch, oder? Ich glaube, da gibt es nicht mehr viel mehr zu suchen. Ah, hallo. Sieht aus wie die Unterkunft eines Jägers. Ah ja, natürlich. Oh, mit Reisepunkt, das ist gut. Ich glaube nicht, dass es nur die Unterkunft ist. Scheint ein Höhleneingang zu sein. Der hat viel Leder hier, das ist gut.
Oh, und Erz. Klar, warum nicht? Ein paar Ruhrkids. Benötigt Schlüssel. Notizen. Den finden wir bestimmt noch. Von wem die wohl sind? Zu geheimnisvoll. Ich bin, wer ich bin. Ein Werwolf mit Identitätskrise. Das kann ich nicht ändern. Hemden aus Petersilie und Tränke aus den Tränen von Jungfrauen mögen in den Märchen der alten Frauen zwar helfen, aber nicht bei mir. Ich muss mich damit abfinden. Mit Hannas Liebe und eiserner Disziplin habe ich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Aber ich muss mich im Wald verstecken, bevor der Vollmond aufgeht. Ich muss weit weg sein von allen, weit weg von Hannah. Der Anfall kommt und geht. Ich wache mit Wunden an den Händen und dem Geschmack von Blut im Mund auf. Vielleicht ist es auch besser, dass ich mich jetzt nicht erinnere. Heute mit Pfeil und Bogen zu erlegen, ist eine Sache. Sie mit Zähnen und Klauen zu zerreißen, eine andere. Zumindest kann ich hier tief im Wald niemanden verletzen. Gütige Militele, wache über alle, die zu nahe kommen. Eben ganz schön nah. Also, wache bitte. Ein Medaillon hat auch gerade ein bisschen vor sich hin gevibriert. Wir looten fröhlich weiter. So. Freunde. Wenn ich jetzt rausgehe, bekomme ich bestimmt Ärger, weil da sehe ich schon Geräuschquellen. Also ein Schildchen gebufft und geguckt, was da los ist. Oh, noch ein Bär. Die Bären hier. Öfter zu als normale Bären. Staubt doch irgendwie komisch, ne? So, weg mit dir. Noch ein Bärenfell. Die mag ich ja. Vielleicht ist die Höhle einfach unter dem Häuschen. Ach da, schau guck. Kann man bestimmt wegarten, oder? Boots und weg. Sehr schön. Ich weiß, dass das Ganze unwahrscheinlich ist, aber ich würde ja wahnsinnig gerne eine Hexe-Ausrüstung hier unten finden. Ich glaube aber eher, dass wir einen Werwolf finden. Quest aktualisiert. Geralt weiß wohl schon wieder mehr als ich. Hm, ich sehe immer noch keinen Gegner. Also, fröhliches Sammeln von Kram. Hatte nicht Siri irgendwas erwähnt, von wegen aus Wolfsbann und was weiß ich, was kann man was basteln, was Werwölfen wehtut? Greifen absolut ist falsch. Troll, Waldschrat, Wasser, Werwolf absolut. Oh, da fehlt uns aber einiges, ha? Werwolf-Mutagene und Hopfendolden. Irgendwas sagt mir, dass wir die Werwolf-Mutagene wohl relativ bald in Händen halten könnten. Oder der Werwolf uns. Mal schauen. Eine Truhe mit einem Gambeson. Gambeson? Ich glaube, ich habe hier was verpasst. Hallo. Hau sitzt an. Wo bist du? Aber vielleicht. Boots. Nichts tut sich. Da geht's lang, da waren wir auch schon, oder? Ah, ist da vielleicht. Nö, kann ich nicht anschauen. Brennt das? Hier ist mal nicht so viel los. Oh, hier hat es gerade vibriert. Warum hat es da vibriert? Nicht auf dem richtigen Weg.
Haben wir auch schon, oder? Ja. Eieiei. Du bist auch ganz schön zermatscht. Kannst aber auch nicht besser. Ach so, ich soll auf den Einbruch der Dunkelheit warten. Na gut. Können wir hier drin meditieren? Das kriegen wir hin. Warten, warten kann er, der Geralt. So, dann sind auch unsere ganzen Tränke und Kram wieder voll. Das ist gut. Oh oh, Werwolf. Hey, Mate. Der Pump ist dabei, das ist ja cool. Werwolf ist den Sieg nicht gelenkt. An den haben wir abgemustert, oder? Und hier gibt es wohl einige. Aber der Brand ist doch, glaube ich, nicht schlecht, oder? Ah, den blocke ich nicht so leicht. Heilst du dich auch noch? Das gibt's ja nicht. Nur schon wieder so viel Leben, ja, das gibt's ja nicht. Vielleicht schmeckt mir mal immer was Besseres, unsere Magie als uns zu schielen. Yeah.
Meister. Ah! Du bist wieder voll live, das gibt's ja nicht. Der heißt, je mehr sich im Damage machen, der noch gibt's ja nicht. Uiuiui, was ein Kampf. Das gibt's ja nicht. Der hat richtig was ausgehalten, der Lump. Nein, halt! Tu ihm nichts! Was ist hier los? Das ist die gute Frage. Wir müssen reden. Es ist Njellen. Lykanthropie kann jeden treffen. Aber es ist ein Fluch. Tut mir leid, ich muss... Du verstehst nicht. Ich liebe ihn. Fast hat er mir gehört. Da bist du gekommen. Verschwinde! Lass uns in Ruhe! Erst wenn ich weiß, was hier vor sich geht. Ich liebe ihn, seit ich denken kann. Auch als ich sein Geheimnis erfuhr. Du wusstest es? Dass ich mich hier einsperre und die Verwandlung abwarte? Ich wusste es. Und es war mir egal. Aber du hast Hannah gewählt. Ich wollte, dass sie dich sieht. Sie hätte dich verlassen. Und wir wären zusammen. Du hast sie hergebracht. In jener Nacht. Und darum hatte ich morgens den Geschmack von Blut im Mund. Eine beste Voraussetzung für eine Liebesbeziehung, oder? Super. Sie sollte nur sehen, wie du dich verwandelst. Ich wollte ihren Tod nicht. Glaub mir. Ja, ich glaube dir nicht. Und ich töte dich willentlich. Zum ersten Mal überhaupt. Nee, lass mal. Du wirst niemanden töten. Nie wieder. Nein! Tu ihm nichts! Verschwinde, bevor ich meine Meinung ändere. Lauf! Hey, bist du lästig. Gib ab den Löffel, na also. Tut mir leid, dass es so enden musste. Jetzt habe ich mir an dem Köter wirklich mein komplettes Schwert ruiniert. Das gibt's ja nicht.
Wer wollte untergehen? Wer hätte es gedacht? Oh, und den Schlüssel zu seiner Truhe. Zauberhaft. Da haben wir noch zwei Wolfskadaver, die wir noch mitnehmen können. Und hier hinten nochmal einen, oder? Jawoll, ja. So, sonst haben wir hier nicht mehr viel, glaube ich. Gut. Das finde ich super, dass man immer mal wieder so Schnellreisepunkte findet. Margret? Margret, bist du's? Die ist jetzt nicht mehr so ganz happy, glaube ich. Egal, wir haben eine Jägerhose, Silbererz und Schiadals Rüstung. Okay, lassen wir gelten. Margret, du kommst schon drüber hinweg. Gut. Dann haben wir uns jetzt von dem guten Werwolf doch mehr ablenken lassen, als ich eigentlich vorhatte, weil eigentlich wollten wir ja grob in diese Richtung. Oh, und meine ganzen Marker scheinen weg zu sein. Ich hatte hier doch dieses Rennen markiert, aber der Rest von den Markern ist noch hier. Ah nein, hier ist das Rennen markiert. Oh ja, wir sind wirklich komplett ab vom Schuss. Naja, ich würde sagen, wir nehmen die Schnellreise und machen uns auf den Weg zu Schwarzzweig. Dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, mit einer gelösten Quest mehr im Inventar. Achso, ich bin ja gar nicht beim Schildchen. Also zum Schildchen und zur Reihe. So. Und los. Jetzt bin ich doch zum falschen Ort gelaufen, oder? Bin ich? Natürlich bin ich. Hier wollte ich hier. Gut. Sehr, sehr gut. Wer ruft da? Ja? Hier bin ich. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Ich wollte eigentlich gar nicht mit dir reden. Bis dann. Der hatte es wohl auch eher eilig. Na gut, auf zum Schmied. Der kann uns unter Umständen unser Schwertchen wieder heile machen. Hoffentlich haben wir genug Schotter dabei. Was denn? So höflich. Ich sehe mich um. Vielleicht suche ich mir was aus. Vielleicht. Ach ja, vielleicht sollten wir zuerst noch uns mal gucken, ob wir was umziehen können. Inventar. Haben wir eine funkelnagelneue Armbrust, die wir direkt mal anziehen. Und leider Bolzen, die wir immer noch nicht benutzen können. Wir haben eine schicke neue Hose. Oh, die hat aber erheblich weniger Stats als die andere. Plus 3, minus 4. Dafür aber plus 3 Rüstungen. Da wir echt oft auf die Nase bekommen, glaube ich, dass ich die anziehen werde. Ich glaube, das schadet nicht. Gut. Nur Silberschwert haben wir noch kein vernünftiges gefunden. Was denn? Ich sehe mich um. Vielleicht suche ich mir was aus. Erstmal müssen wir reparieren, bevor wir irgendwas tun. 138 Kronen. Und da bleiben uns genau 3 Kronen übrig. Wow. Richtig gut. So, das heißt, wir können jetzt noch handeln und können dem die Armbrust verscherbeln. Wir könnten auch eine von den Runen wieder verkaufen. Das schadet, glaube ich, nicht. Hoffentlich gehen mir die am Ende nicht aus. Aber jetzt momentan habe ich echt viel zu viele davon. Kleine Artglyphe, da machen wir auch mal eine weg. Sehr gut. Dann haben wir ein bisschen Geld in der Tasche. Du hast nicht zufällig irgendwelche Questgegenstände, oder? Nein, hast du nicht. Okay, immerhin. Oh, aber du hattest ein richtig schönes Silberschwert. Mit 317. Oh je. Das ist fast ein bisschen teuer für mich. 14 Kronen, 23 Kronen. Oh, 23 Kronen, das wird verkauft, hallo? Ja, warum nicht? Weg damit. Ich möchte das Ding auch gerne verkaufen. So. 190 Kronen. Oh, ist das ärgerlich. Das hätte ich schon gern. Nee, bringt nichts. Ich mag jetzt auch nicht die ganzen Runen verscherbeln, nur für das Schwert. Bis dann. Andererseits wäre der Werwolf bestimmt schneller drunter umgefallen, hätte ich das Schwert gehabt.
Naja. Ach ja, doch, ein Brett haben wir. Ja gut, dann haben wir es für heute wieder ganz gut erledigt, würde ich sagen. Dann haben wir in Zukunft auf unserer Agenda stehen, dass wir ein Rennen bestreiten und uns mal langsam dem Baron nähern. Aber nicht mehr heute. Hier wieder ein kleines Spielhäuschen. Ich sage wie immer danke fürs Zuschauen, habt noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.